Bastardkanzler Olaf Scholz nannte am Dienstag die innerdeutsche Debatte um Taurus Marschflugkörper für die Ukraine lächerlich. Sie würde dem Ansehen Deutschlands als zweitgrößten Waffenlieferanten der Ukraine schaden. Und das nur wegen eines einzigen Waffensystems. Über den Scholz-Münzenich-Komplex bereite ich gerade ein eigenes Video vor, das in den nächsten Tagen herauskommt. Also vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Unbedingt mit Glöckchen, um es nicht zu verpassen. Aber mal abgesehen davon, dass die Empörung über die Ablehnungshaltung des Kanzlers auch im Ausland groß ist, hat Scholz in einem Punkt tatsächlich recht. Der Taurus würde der Ukraine zwar in speziellen Bereichen helfen, es handelt sich jedoch nicht um eine Wunderwaffe, mit der sie andere, viel schlimmere Defizite kompensieren und so ihre Niederlage aufhalten könnte. Die Debatte um den deutschen Marschflugkörper lenkt in unverhältnismäßig hohem Maße von dem ab, was für die tatsächliche Überlebensfähigkeit der Ukraine absolut existenziell ist. Von dem Flaschenhals, der für die derzeitige Misere an der Front und die überaus pessimistischen Einschätzungen verantwortlich ist, nämlich die Versorgung mit Artilleriemunition, der unentbehrlichen Brot- und Butterwaffe dieses Krieges. Ja, ich weiß, dass dieses Thema auf den ersten Blick ausgelutscht und langweilig klingt. Schließlich geht es nur um dumme Granaten, keine hochmodernen Hightech-Superwaffen, über deren spannende technische Details alle gerne fachsimpeln. Klar, auch hier gibt es faszinierende Entwicklungen, wie zum Beispiel hochmoderne Haubitzen mit autonomer Steuerung, die Munition sparen können. Doch auch diese bringen nichts ohne die simplen und billigen Standardgranaten oder Streumunition. Der Krieg ist eben keine Liebhaberei für Waffennerds. Es geht um Schweiß und Blut. Über Sieg oder Niederlage entscheiden meistens einfach nur die Fähigkeit, den Gegner durch mehr stumpfe Masse zu überwältigen, als dieser überhaupt in der Lage ist, in die Schlacht zu werfen. Und hier, meine lieben Zuschauer, hat die Ukraine tatsächlich ein sehr ernstes Problem, über das wir dringend sprechen müssen. Wenn es nicht gelöst wird, könnte es ihr, Taurus hin oder her, noch dieses Jahr das Genick brechen. Falls es jedoch nicht nur einfach gelöst wird, sondern der Westen es schafft, hier eine Übermacht aufzubauen, könnte dies der Schlüssel sein, um die Russen ein für alle Mal zurückzudrängen und auf ihre Plätze zu verweisen. Das Problem? Davon sind wir noch weit entfernt. Es wird erwartet, dass Russland in diesem Jahr die dreifache Menge an Artilleriemunition produziert, als die USA und Europa zusammengenommen an die Ukraine liefern können. Russland produziert dreimal mehr Artilleriegranaten als die USA und Europa für die Ukraine. Nach Schätzungen von NATO-Geheimdiensten über die russische Rüstungsproduktion und Quellen, die mit den westlichen Bemühungen um die Bewaffnung der Ukraine vertraut sind, produziert Russland etwa 250.000 Artilleriegeschosse pro Monat, also etwa 3 Millionen pro Jahr. Die USA und Europa können zusammen nur etwa 1,2 Millionen Stück Munition pro Jahr herstellen und nach Kiew schicken, so ein hochrangiger europäischer Geheimdienstmitarbeiter. Wir befinden uns in einem Produktionskrieg, sagte ein hochrangiger Amtsträger der NATO. Das Schicksal der Ukraine hängt davon ab, wie stark jede Seite für diesen Krieg aufrüstet. Da keine der beiden Seiten die Luftüberlegenheit besitzt, ist es die Artillerie, die wieder zur Königin des Krieges geworden ist. Und solange sich daran nichts ändert, wird sie über seinen Ausgang entscheiden, denn 80% aller Verluste auf beiden Seiten werden durch Artillerietreffer verursacht. Ihr müsst euch das mal vor Augen halten. Alle anderen Waffengattungen und Systeme zusammengenommen, von Panzern über die Infanterie bis zur Luftwaffe mit ihren Bomben und Raketen, sind nur für die restlichen 20% verantwortlich, obwohl ihre Kosten zumeist viel, viel höher liegen. Und während die Russen das Pareto-Prinzip dieses Konflikts begriffen und ihre Granatenproduktion im Rekordtempo hochfuhren, zeichnen sich die Verbündeten der Ukraine zurzeit eher durch eine tödliche Underperformance aus. Die EU hat ihr Lieferversprechen von 1 Million Granaten im Jahr 2023 weit verfehlt. Und das, obwohl der alte Kontinent eigentlich mal der führende Produzent für Artilleriemunition war. Das Problem? Da sich die NATO auf ihre Luftüberlegenheit verließ, rechnete man seit Jahrzehnten nicht mehr mit einem Konflikt diesen Typs, bei dem die Artillerie kriegsentscheidend sein würde. Entsprechend wurden sowohl Beschaffung als auch Produktion stark zurückgefahren, Fertigungsstraßen verschrottet, eingemottet oder in andere Länder verschifft. Man wollte sich nur noch auf intelligente Geschosse konzentrieren, die aber viel teurer sind. Damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie weit die Produktion heruntergefahren wurde. Das US-Militär musste seine Produktion in den letzten beiden Jahren vervielfachen, um überhaupt irgendwie mit der Nachfrage mithalten zu können. Die Amis haben sich das Ziel gesetzt, bis Ende 2025 monatlich 100.000 NATO-Standardgranaten zu produzieren. Aber selbst das ist weniger als ein Drittel der russischen Produktion. Außerdem sollte man sich auf die USA sowieso nicht mehr verlassen, da unklar ist, ob und wie viel davon der Kongress oder ein potenzieller Präsident Trump für die Ukraine freigeben würden. Das US-Militär benötigt einen großen Teil dieser Produktion nämlich für sich selbst, für Schießübungen und um ihre Lager wieder aufzufüllen.
Schließlich hat man gesehen, dass man sich in diesem Bereich gegenüber China keine Blöße geben darf. Und Fakt ist nun mal, obwohl beide Seiten die Munitionsproduktion erhöhen, tut der Westen dies einfach nicht schnell genug, um mit den Russen mithalten zu können. Er eröffnet ihnen dadurch die Möglichkeit, diese Achillesferse gezielt auszunutzen und die Ukraine mit einer Artilleriefeuerwalze zu überrollen. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute ansehen, wie die Lage in diesem absolut entscheidenden Bereich wirklich ist. Welche kritischen Entwicklungen spielen sich gerade hinter den Kulissen ab? Wieso konnte Europa sein Lieferversprechen nicht einhalten? Wird es in der Lage sein, dies nachzuholen? Gibt es überhaupt eine langfristige Perspektive für die Ukraine? Und wer wird am Ende die Oberhand behalten? Ich verspreche euch, dieses Video wird mindestens genauso spannend wie eines über Wunderwaffen. Mit dem Unterschied, dass es um ein Thema geht, dessen unmittelbare und leider immer wieder stark unterschätzte Relevanz sich auf einem ganz anderen Level befindet. Das heutige Video hat übrigens unser treuer Sponsor Surfshark möglich gemacht. Ja, du hast richtig gehört, Surfshark. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, Surfen auf einem Hai, das ist doch verdammt gefährlich. Dann hör mal gut zu. Es ist nämlich genau umgekehrt. Ohne Surfshark im Internet zu surfen ist gefährlich. Denn dieses VPN ist quasi dein universeller Haustierhai, der all die Feinde und Gefahren, die im Netz auf dich lauern, für dich wegbeißt. Und zwar ohne Pardon. Du bist zum Beispiel unterwegs bei Freunden oder auf der Arbeit in einem WLAN eingeloggt, dessen Sicherheitseinstellungen du nicht kennst? Dann solltest du sensible Anwendungen wie Online-Banking oder selbst E-Mails besser nicht ohne ein gutes VPN nutzen. Der Einsatzbereich eines VPNs ist jedoch vielfältig. Wusstest du zum Beispiel, dass viele Firmen wie Airlines ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem von welchem Land aus man bestellt oder ein Ticket bucht? Die Preisunterschiede können von Land zu Land schon mehrere hundert Euro ausmachen. Und dann hat sich ein VPN sofort gelohnt. Denn solche Diskriminierungsversuche kannst du mit Hilfe eines VPNs ganz einfach überlisten und dann richtig Geld sparen. Mit Surfshark kannst du nämlich so tun, als wärst du an einem beliebigen Ort der Welt. So kannst du auch auf Websites und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem du gerade wirklich bist, gar nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlägst du dann auch Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Surfshark kommt darüber hinaus nämlich noch mit einer ganzen Batterie von Sicherheitstools. Surfshark Alert überwacht permanent, ob deine persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Passwörter oder Kreditkartennummern nicht irgendwo im Netz geleakt worden sind und benachrichtigt dich dann sofort. Surfshark Search ist eine anonymisierte und werbefreie Suchmaschine, die keinerlei Benutzerdaten erfasst oder speichert. Sie liefert dir wirklich organische Suchergebnisse, die nicht von deinem Standort oder deiner bisherigen Suchhistorie beeinflusst werden und ermöglicht so wirklich anonymes Surfen im Internet. Und schließlich bekommst du mit Surfshark Antivirus auch einen umfassenden Schutz gegen Viren und Malware für all deine Geräte im Paket dazu. Mit nur einem Surfshark-Konto kannst du wirklich all deine Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar deinen Smart-TV. So, und wenn du meinen Rabattcode Marke Reiche angibst, bekommst du von Surfshark auch noch zusätzliche 3 Monate gratis dazu. Außerdem kannst du mit der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie Surfshark wirklich vollkommen unverbindlich und risikofrei ausprobieren. Den Link zu diesem Angebot findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorg dir Surfshark und Surfer ab jetzt sicher und ohne diskriminiert zu werden im Internet. Außerdem hilfst du mir damit natürlich auch, diesen Kanal finanziell am Laufen zu halten. Das kannst du übrigens auch direkt mit einer kleinen freiwilligen Spende über den Link, der sich ebenfalls in der Beschreibung befindet. Ich danke dir schon mal im Voraus und natürlich ganz herzlich allen bisherigen edlen Spendern. So, und nun schnell zum Thema dieses Videos. Schafft es der Westen, die russische Granatenproduktion zu schlagen? Wartet am Ende der Durststrecke die Oase? Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos waren Europa und die USA in der Lage, pro Jahr etwa 700.155 mm Granaten herzustellen. Das klingt gegenüber den russischen Zahlen grauenhaft, aber wir dürfen nicht den Fehler begehen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Während die westlichen Produktionszahlen nur Granaten des Kalibers 155 mm betreffen, umfassen die russischen alle möglichen Geschosse, die ganz andere Einsatzbereiche, Präzision und Wirkung haben können. Von den 3 Millionen russischen Granaten dürfte es sich nur zur Hälfte um vergleichbare 152 mm Geschosse handeln. Berichten zufolge verschießt Russland pro Tag etwa 10.000 dieser Artilleriegranaten, während die Ukraine nur etwa ein Fünftel davon abfeuert. An einigen Punkten der Frontlinie ist die Diskrepanz sogar noch ausgeprägter.
Dabei müssen wir doch berücksichtigen, dass hier für einen direkten Vergleich aufgrund der Qualitäts- und Präzisionsunterschiede auch ein korrektiver Faktor einberechnet werden muss. Und es geht nicht nur darum, dass westliche Haubitzen eine viel höhere Präzision aufweisen und daher viel weniger Granaten brauchen, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Das Problem sind auch die Granaten selbst, denn die Russen müssen teilweise auf sehr alte Lagerbestände zurückgreifen. Besonders über die nordkoreanischen Granaten beschweren sich die russischen Artilleristen immer wieder. Ihre Flugbahn sei unberechenbar und 10% von ihnen würden gar nicht explodieren. Letztes Jahr hieß es daher, dass die Russen etwa die 2- bis 3-fache Zahl an Granaten brauchen, um in der Praxis dieselbe Schusseffektivität zu erreichen wie die Ukrainer. Probleme haben die Russen aber auch mit der Haltbarkeit und Qualität ihrer Haubitzenläufe, da sie nicht über ausreichend Präzisionsmaschinen für ihre Herstellung verfügen. Jedes Rohr hält in der Regel nur einige tausend Schuss aus, bevor es ausgewechselt werden muss. Doch trotz all dieser Schwierigkeiten auf Seiten der Russen sind die Zahlen eindeutig. Sie haben es geschafft, ihre Munitionsproduktion viel schneller hochzufahren als die Verbündeten der Ukraine. Dabei sah das Bild Mitte 2023 noch ganz anders aus. Die USA hatten Anfang des letzten Jahres in aller Stille einen Multimilliarden-Dollar-Deal mit Südkorea ausgehandelt. Das asiatische Land verfügt nämlich sowohl über große Produktionskapazitäten als auch massive Lagerbestände an NATO-Standardgranaten. Diese Millionen Granaten, die zusätzlich zu der Munition geliefert wurden, die die Ukraine direkt von den USA und europäischen Ländern erhielt, ermöglichten es den rund 3000 ukrainischen Haubitzen täglich mindestens 10.000 Schuss abzufeuern und damit zum ersten Mal die tägliche Feuerrate der 6.000 russischen Haubitzen zu erreichen. Monatelang waren die Ukrainer den Russen zumindest in der Feuerkraft ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Doch im Oktober begann das Pendel wieder in die andere Richtung zu schwingen, als nämlich die Hilfen aus den USA ausliefen. Präsident Biden schlug zwar umgehend ein neues 61 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine vor, aber der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson weigerte sich auf Geheiß Donald Trumps, die Hilfen zur Abstimmung zu bringen, obwohl die Mehrheiten beider Parteien dafür wären. Und diese politisch gewollte Misere gesellte sich zu allem Überfluss zu den Problemen der Europäer dazu, ihre eigene Fertigung schnell genug hochzufahren, um die versprochene 1 Million Granaten pro Jahr zu liefern. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die Europäer liefern die Ukraine laufend mit Artilleriemunition und die Zahlen steigen, aber eben nicht in einem ausreichenden Maße, das mit der russischen Feuerkraft Schritt halten könnte. Nachdem die europäischen Länder ihre Produktionskapazitäten über Jahrzehnte heruntergefahren hatten, fehlten ihnen nicht nur die notwendigen Fertigungslinien, Fachkräfte und Lieferketten für kritisches Material wie zum Beispiel Schießbaumwolle aus Asien. So unglaublich dies auch klingen mag, brauchte das behäbige Europa auch über ein Jahr, um rein formelle Hürden, vor allem bei der Finanzierung, zu beseitigen. So weigerten sich viele Banken schlicht und einfach Rüstungsprojekte zu finanzieren, da sie durch Politik und institutionelle Investoren mit entsprechenden Auflagen belegt worden waren. Tja, und während Papier bekanntlich geduldig ist, musste die Ukraine ihren Verbrauch an Artilleriegranaten von 10.000 Stück auf nur noch 2.000 herunterschrauben, während die Russen dank eigener, ethikfreier Produktion und riesigen Munitionslieferungen aus Nordkorea aus allen Rohren schießen konnten. Diese Übermacht an Feuerkraft haben sie dann sofort genutzt, um ihrer Winteroffensive den notwendigen Nachdruck zu verleihen. Das Ergebnis kennen wir alle. Die Einnahme Avdijewkas. Schlimmer noch, die Nachschubschere manifestiert sich zum vielleicht ungünstigsten Zeitpunkt für die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Wie ihr seht, handelt es sich also um kein großes Rätsel, wieso die Ukraine letztes Jahr noch die Oberhand haben konnte und warum sie nun eindeutig in die Defensive geraten ist. Und ohne die Munitionsbeschaffungsinitiative des tschechischen Präsidenten Petr Pavel würde die ukrainische Verteidigung mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen auch an weiteren Stellen zusammenbrechen. Wie Tschechien gerade Putin kaltgestellt und die Ukraine gerettet hat. Ohne rechtzeitige Hilfe hätte Kiew wahrscheinlich schon eine ganze Oblast verloren. Anhand der Versorgung mit Artilleriemunition beider Seiten kann man den Verlauf des Krieges abschätzen. Die Seite, die die meisten Granaten hat, wird wahrscheinlich gewinnen. Mit den ersten Lieferungen und dem ordentlichen Anschwellen des Munitionsnachschubs an der Front ist zwar erst in einigen Wochen zu rechnen, allerdings können die Ukrainer allein mit Hilfe dieser Aussicht bereits jetzt mit dem Sparen ihrer Vorräte aufhören. Es war also die Initiative der im Munitionsbereich ausgezeichnet vernetzten Tschechen, die es der Ukraine ermöglichte, das Feuer gegen den vorrückenden Feind wieder auf ein ausreichendes Maß zu erhöhen, um so das weitere Vordringen der Russen aufzuhalten. Bislang haben 18 Länder zugesagt, sich an der Finanzierung zu beteiligen, darunter Kanada, Polen und Deutschland. Doch das, meine lieben Zuschauer, ist erst der Anfang. Schnallt euch jetzt gut an, vor allem wenn ihr bisher dachtet, dass Russland nicht mehr zu schlagen sei.
Der Schneeball aus dem Westen rollt. Nach Angaben der NATO laufen die russischen Artilleriefabriken rund um die Uhr mit rotierenden 12-Stunden-Schichten. Rund 3,5 Millionen Russen arbeiten heute im Verteidigungssektor. Zum Vergleich, vor Beginn des Krieges waren es zwischen 2 und 2,5 Millionen. Dazu gesellen sich Lieferungen der russischen Verbündeten. Der Iran hat im letzten Jahr mindestens 300.000 Artilleriegranaten geschickt, aber wahrscheinlich noch mehr. Und Nordkorea hat den Russen nach Angaben der Südkoreaner mindestens 6.700 Container mit Munition geschickt. Putin ist angesichts der riesigen Chance, die der kaltblütige Donald Trump und die verschlafenen Europäer ihm eröffnet haben, all in gegangen, hat das Munitionsdefizit der Ukraine bis zum Anschlag genutzt. Seine Kriegsmaschine läuft auf Hochtouren. Der Punkt ist jedoch, selbst diese erhöhte Produktion reicht immer noch nicht aus, um Russlands tatsächlichen Bedarf an der Front zu decken. Zu hoch sind auch für die nur kleinen Geländegewinne notwendigen Verluste. An Mann, vor allem aber an Material. Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass Russland in nächster Zeit weitere nennenswerte Fortschritte auf dem Schlachtfeld machen wird. Doch das ist nur ein Problem, das der Kreml hat. Auch die Kapazitäten der russischen Wirtschaft sind nicht endlos. Die Produktion kann nicht unbegrenzt gesteigert werden. Aber auch wenn die russische Produktion schon am Anschlag läuft, dürfen wir nicht vergessen, dass Russlands Wille, Geduld und Leidensfähigkeit, alles für den Krieg zu geben und zu opfern, nicht unterschätzt werden darf. Es ist daher davon auszugehen, dass die russischen Munitionsfabriken die US-amerikanische und europäische Produktion für die Ukraine noch in diesem Jahr völlig in den Schatten stellen werden. Nichtsdestotrotz kann auch Putin nicht zaubern, weshalb Russland dann im nächsten Jahr wahrscheinlich den Höhepunkt seines Produktionsausstoßes erreichen wird. Denn es stimmt zwar, dass Russland seine Produktionsanlagen schneller in Betrieb nehmen konnte, weil dies in autokratischen und zentralistisch gelenkten Volkswirtschaften eben leichter möglich ist. Aber die kapitalistischen westlichen Länder mit ihren dezentralen Strukturen werden schließlich nicht nur aufholen können. Nein, wenn sie am Ball bleiben, werden sie schließlich über modernere und leistungsfähigere Anlagen sowie robustere Lieferketten und höhere Puffer verfügen. Es ist wie der Unterschied zwischen einem Schnellboot und einem Öltanker. Wenn man die Wirtschaft unter voller Kontrolle hat, kann man wahrscheinlich schneller handeln als andere Länder. Doch der Westen wird eine nachhaltigere Kraft haben. Er fängt gerade erst an, die Infrastruktur aufzubauen, um die notwendigen Rüstungsfähigkeiten bereitzustellen. Noch vor 2 Jahren konnte Rheinmetall nur 70.000 Artilleriegeschosse pro Jahr herstellen. Seitdem hat man jedoch die Ärmel hochgekrempelt und die Voraussetzungen geschaffen, um Europa wieder zu einem Munitionsriesen zu machen. Eine Stärke, die der alte Kontinent schon einmal hatte. Große Unternehmen wie Rheinmetall haben das Glück, dass sie aus vergangenen Zeiten noch die räumliche Kapazität für den Wiederaufbau einer deutlich größeren Produktion haben. Die Düsseldorfer kauften darüber hinaus auch den spanischen Munitionshersteller Expal Systems und bauten in Unterlüß in Niedersachsen eine neue Produktionsstätte auf. Nach Zahlen aus Branchenkreisen kann allein dieser eine deutsche Konzern im Jahr 2024 bereits 450.000 Artilleriegeschosse herstellen. Das ist mehr als eine Versechsfachung der Kapazität innerhalb von 2 Jahren. Doch damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wohin die Reise geht. Für 2025 will Rheinmetall seine Produktionskapazitäten auf 700.000 und bis 2027 auf 1,1 Millionen Granaten erhöhen. Und wie der stellvertretende tschechische Verteidigungsminister Jan Jirisch bemerkte, wird Rheinmetall allein dieses Jahr mehr NATO-Standardgranaten herstellen als die gesamte Verteidigungsindustrie der US of A. Tja, so viel zu Trumps angeblichem Plan, laut Viktor Orban, die Ukraine innerhalb von 24 Stunden durch das Einfrieren der US-Hilfe zur Kapitulation zu zwingen. Wenn er dies wirklich täte, würde er damit nur das Gegenteil erreichen und den Krieg noch weiter in die Länge ziehen. Aber darüber werden wir in einem anderen Video sprechen. Laut dem Institute for the Study of War betrug die monatliche Produktion von 155mm Granaten in den USA Ende 2023 28.000 Stück und soll bis Ende 2025 auf rund 100.000 Geschosse steigen. Rheinmetall produziert also wirklich schon mehr als die US-Rüstungsindustrie und wird sich in den nächsten Jahren sicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Amis liefern. Bei diesem Rüstungswettlauf läuft man aber nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen Russland. Aber selbst das, meine lieben Zuschauer, ist nur die Spitze des Munitionseisbergs, den der Westen gerade errichtet. Unzählige weitere Unternehmen, wie zum Beispiel der norwegische Konzern Nammo oder die tschechische Tschechoslowak-Gruppe, wollen bei diesem Wettlauf nicht hinten anstehen. Nammo kurbelt Produktion von Artilleriemunition angesichts des Ukraine-Kriegs an. Björn Andersson, der Vizepräsident von Nammo, bestätigte die Bemühungen des Unternehmens, die Produktion von Artilleriemunition des Kalibers 155 bis zum Ende des Jahres zu verdoppeln. Um dies zu erreichen, hat das Werk in Karlskoga auf einen 24-7-Betrieb umgestellt und arbeitet im 5-Schichten-System, um die wachsende Nachfrage zu decken.
Der tschechische Waffenhersteller CSG wird weltweit führend in der Munitionsproduktion sein. Die Tschechoslowak Group, der größte tschechische Rüstungskonzern, ist bis zu 4 Jahre im Voraus ausgebucht. Das Unternehmen produziert bis zu 10-mal mehr als vor dem Krieg. Sowohl die CSG als auch Rheinmetall investieren auch schon hunderte von Millionen Euro in die Errichtung von Produktionsstätten in der Ukraine selbst. Diese sind dort zwar einem gewissen Risiko ausgesetzt, von Russland bombardiert zu werden, dafür haben sie jedoch einen anderen entscheidenden Vorteil. Die Kosten für die Herstellung einer Granate sind in der Ukraine viel niedriger als in westlichen Anlagen, sodass der Kostennachteil gegenüber Russland ausgeglichen wird. Tschechischer Milliardär will der Ukraine helfen, mehr Munition zu produzieren. Einer der größten europäischen Waffenhersteller bietet der Ukraine an, ihr dabei zu helfen, ihre eigene Produktion von schwerer Munition hochzufahren, während das Land darum kämpft, die russische Invasion abzuwehren und die westliche Hilfe schwindet. Die Tschechoslowak Group AS möchte hunderte von Millionen Euro in die Ukraine investieren, sagte der milliardenschwere Eigentümer und Vorstandsvorsitzende Michal Stranat am Mittwoch vor Reportern in Prag. Sobald wir ein Abkommen haben, würden wir unsere Technologie in die Ukraine transferieren. Auf diese Weise können wir ihre Fähigkeiten und Menschen nutzen, um die Produktion von Artillerie und Panzermunition hochzufahren. Es ist daher davon auszugehen, dass der Wettbewerb der vielen westlichen Hersteller den planwirtschaftlichen Ansatz Russlands mittelfristig um Längen schlagen kann. Schließlich springen auch viele kleinere Hersteller auf diese Welle auf. Die STW Group hat eine neue Fertigungsstraße zum Abfüllen von Artilleriegranaten in Betrieb genommen. Die Gesamtproduktionskapazität der Anlage beträgt 56.000 bis 150.000 Stück pro Jahr, je nach Kaliber der Munition. Im Januar oder Februar 2024 möchte das Unternehmen auf die Produktion von 155mm Munition umsteigen. In der ersten Phase plant es hauptsächlich die Ukraine zu beliefern, wo es eine hohe Nachfrage nach dieser Munition gibt. Es ist auch kein Wunder, denn auf alle, die rechtzeitig werden liefern können, wartet ein gewaltiger Geldregen. Die EU will mit den eingefrorenen Gewinnen aus russischen Vermögenswerten Waffen für die Ukraine kaufen. Die Europäische Union treibt den Plan voran, Gewinne in Milliardenhöhe aus den in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerten für die Bereitstellung von Waffen und anderen Mitteln für die Ukraine zu verwenden. ASAP-Programm. 2 Milliarden Euro für die europäische Industrie zur Munitionsproduktion. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Munitionskäufe aus Drittländern wie Südkorea, Südafrika, Pakistan oder Indien nicht nur vorübergehenden Charakter sein werden, bis die europäischen Kapazitäten hochgefahren sind, sondern auch danach weitergehen, um der Ukraine eine dauerhafte Übermacht in der Königsdisziplin auf diesem Schlachtfeld der Artillerie zu gewährleisten. Während die Mützenichs und Orbans, die Kropallas und Wagenknechts dieser Welt also von einem des Krieges fabulieren, bereitet die große willige Mehrheit in Europa eine gewaltige Granatenwelle vor, die den russischen Aggressor nicht nur aufhalten, sondern selbst überrollen soll. Und haltet euch fest, denn damit hören die Probleme für den Kreml noch lange nicht auf. Falls ihr immer noch denkt, die Zeit würde für Putin spielen, hört euch erstmal an, was mit seinen anderen Waffensystemen, vor allem mit den Panzern, los ist. Alles muss raus! Pro Monat produzieren die Russen derzeit 115 bis 130 Langstreckenraketen und 300 bis 350 Angriffsdrohnen, die auf den iranischen Shahid-Modellen basieren. Vor dem Krieg verfügte Russland über tausende solcher Raketen, die heutigen Lagerbestände sind jedoch auf weit unter 1000 gesunken. Und vergesst bitte nicht, dass Russland es sich nicht leisten kann, alles in der Ukraine zu verballern. Schließlich handelt es sich um ein riesiges, weit überdehntes Land, das an allen Fronten verteidigungsfähig sein muss, gegenüber der NATO oder China zum Beispiel oder auch gegenüber zentralasiatischen Ländern. Der Kreml hat jedoch die meisten Reserven für den groß angelegten Beschuss verbraucht, mit dem er versuchte, die ukrainische Raketenabwehr zu überlasten. Nun versuchen sie diesen Mangel mit Kamikaze-Drohnen zu kompensieren und schicken jetzt 4-mal mehr von ihnen pro Monat auf Ziele in der Ukraine als im letzten Winter. Die vielleicht größte Herausforderung für den Kreml liegt jedoch in der Produktion von Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen. In ihren Panzerfabriken laufen etwa 125 Panzer pro Monat vom Band, aber bei 86% davon handelt es sich um ältere Modelle aus der Sowjetzeit, die aus den zu Kriegsbeginn riesigen Beständen noch irgendwie wieder fahrtüchtig gemacht werden können. 5000 von ihnen sollen noch irgendwo im Land herumstehen, aber wahrscheinlich kann ein hoher Prozentsatz von ihnen nicht mehr fit gemacht werden und eignet sich nur noch zum Ausschlachten von Komponenten, die nicht mehr hergestellt werden. Moskau hat während dieses Krieges mindestens 2700 Panzer verloren. Das sind doppelt so viele, wie es ursprünglich im Februar 2022 für die Invasion der Ukraine in Stellung gebracht hatte. Und im Laufe des Krieges waren sie gezwungen, sowohl die neuesten als auch die ältesten Modelle gleichzeitig aufs Schlachtfeld zu rollen, denn es war in vielen Fällen einfach
einfacher, einen T-42 oder gar T-55 aus den 40er Jahren wieder kampffähig zu machen, als die T-72 aus dem Kalten Krieg, deren technisch komplizierte Autolader mittlerweile verrottet waren. Das heißt, fast alle leicht instand zu setzenden Panzer oder diejenigen, die für den Verkauf ins Ausland aufbewahrt wurden, sind mittlerweile verschwunden und viele der Verbliebenen werden ausgeschlachtet, um die im Einsatz befindlichen funktionsfähig zu halten. Aber in diesem Video wollen wir uns ja wie gesagt auf die Artillerie konzentrieren. Nun, aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass den Russen auch die Lagerbestände an Haubitzen zur Neige gehen. Über 70 Jahre an Produktion wurden in nur 2 Jahren Krieg verheizt. Die einzig nennenswerten Zahlen an Geschützen, die noch übrig sind, betreffen die 2 S1 122mm Haubitzen. Und auch diese stehen schon seit fast 30 Jahren herum, ohne dass sie instand erhalten wurden. Wenn wir also davon ausgehen, dass Russland bald hauptsächlich auf neu hergestellte Panzer und Haubitzen angewiesen sein wird, da in den Lagern kaum noch verwertbare Vorräte liegen, können wir recht einfach die Verluste berechnen, die es sich leisten kann und damit auch die Intensität seiner Offensivkampagnen. Und wenn wir dies nun mit den Verlustzahlen der Schlacht von Avdiivka vergleichen, bei der die Russen 364 Panzer, 248 Artilleriesysteme und 748 weitere gepanzerte Fahrzeuge verloren haben, sieht man schnell, dass es sich pro Jahr höchstens ein Avdiivka leisten können. Und genau diese Zahlen bringen uns direkt zum Fazit dieses Videos zurück, denn wie ihr sehen werdet, treffen sie auch auf die Artilleriemunition zu. Den Jäger zum Gejagten machen. Wie lange kann Russland den Krieg also noch weiterführen? Nun, das hängt vollkommen davon ab, in welcher Intensität es ihn führen will. Oder aber gezwungen ist, ihn zu führen, weil der Gegner den Druck wieder erhöht. Mit anderen Worten, ab dem Punkt, an dem der Nachschub an Artilleriemunition für die Ukraine höher sein wird als der russische, wird sich das Blatt wieder wenden. Sobald es Europa schafft, mit seiner Produktion die Russen zu überholen, sind die Tage der Besatzer in der Ukraine gezählt. Und im Moment sieht alles danach aus, dass wir uns auf genau diesem Weg befinden. Denn auch wenn die Russen bis jetzt einen gewissen Vorsprung hinlegen konnten, werden sie mit den langfristigen Wachstumsraten der europäischen Rüstungsschmieden nicht mithalten können. Um seine derzeitige Feuerkraft auch 2024 aufrechterhalten zu können, benötigt Russland etwa 4.152.000 und 1.6.122.000 Granaten. Es wird erwartet, dass es etwa ein Drittel des Bedarfs an 152mm und etwa die Hälfte der 122mm Geschosse selbst neu produzieren kann. Die russischen Lagerbestände betragen dabei etwa 3 Millionen Hauptkalibergranaten und können durch Lieferungen im Umfang zwischen 1 und 3 Millionen Granaten aus Nordkorea ergänzt werden. Also selbst wenn die Lieferungen aus Nordkorea im Jahr 2023 nicht im gleichen Maße wie im Vorjahr fortgesetzt werden können, reicht der Bestand aus, um den russischen Bedarf für 2024 zu decken. Allerdings verschlechtert sich die Qualität der Munition, je tiefer man in die Lagerbestände greifen muss, was den Restaurierungsprozess schwieriger und gefährlicher macht. Das heißt, die wirklichen Probleme kommen auf die Russen erst 2025 zu, dann aber richtig dicke. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der Steigerung der russischen Munitionsproduktion einfach nur wie gesagt darauf basiert, dass die Kapazitäten der bestehenden Fabriken bis zum Anschlag ausgereizt wurden. Das heißt, ihr Betrieb wurde von 8 Stunden täglich und 5 Tage die Woche auf einen 24-6-Tage-Betrieb umgestellt. Das ist der große Trick, mit dem die Russen den Westen überholt haben. Für eine weitere Steigerung der Produktion sind jedoch hohe Investitionen, der Aufbau neuer Fertigungsanlagen und eine Skalierung der Infrastruktur und der Lieferketten erforderlich. Das Geld für diese Investitionen muss natürlich irgendwo herkommen. Und das wird in Zukunft immer schwieriger werden, was zum Beispiel die Tatsache zeigt, dass die liquiden Mittel des Nationalen Wohlfahrtsfonds, Putins großer Kriegskasse, seit Kriegsbeginn um fast die Hälfte geschrumpft sind und das Tempo ihres Abschmelzens immer schneller zunimmt. Während Putin 2022 nur $38,7 Milliarden entnehmen musste, um seine Haushaltslöcher zu stopfen, waren es 2023 bereits 90 Milliarden. Am 1. März 2024 war noch der Gegenwert von $135 Milliarden übrig. Es ist auch davon auszugehen, dass die Ukraine in diesem Jahr ihre Angriffe auf russische Ölanlagen fortsetzt, um Putin nämlich die Exportgeschäfte zu vermiesen. Natürlich werden die Russen keine Däumchen drehen und weiterhin massiv in neue Munitions Produktion investieren. Allerdings werden hier schon die Grenzen ihrer Spielräume deutlich. Während die in der Rammstein-Gruppe zusammengefassten Verbündeten gerade mal 0,2% ihrer BIPs für die Unterstützung der Ukraine ausgeben, buttert Russland offiziell bereits über 6% seiner Wirtschaftsleistung in den Krieg, wobei die reale Zahl noch um gut die Hälfte höher sein dürfte und sich nächstes Jahr vielleicht der 10%-Marke nähern könnte.
Der Westen kann sein Investment also locker verdoppeln oder verdreifachen, während sich der Anteil der russischen Kriegswirtschaft dann jenen 20% annähern würde, unter deren Last schon die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Langfristig betrachtet ist es also eindeutig der Westen, der am längeren Hebel sitzt. Er muss nur die Nerven haben, ihn zu nutzen und in der Zwischenzeit seine Achillesfersen bedeckt halten, so wie es der tschechische Präsident Pavel vorgemacht hat. Die größte Stärke des Westens liegt nun mal in der Individualität und Vielfalt und dass man sich deswegen gegenseitig ergänzen kann. Und zwar gerade dann, wenn der eine oder andere gerade ausfällt oder auch schmollt. Putins Fähigkeit, den Krieg in Gang zu halten, hängt hingegen vom Zusammenspiel eines immer mehr ressourcenverschlingenden Verteidigungssektors, den westlichen Sanktionen und den russischen Bemühungen ab, die gesamte Wirtschaft an den Krieg anzupassen. Fakt ist, der Krieg hat die Volkswirtschaft des Landes vollkommen verändert. In der postsowjetischen Ära war der führende Sektor eindeutig der Rohstoffexport. Jetzt dominiert der Militärbereich alles und die Rohstoffwirtschaft ist nur noch dazu da, ihn zu finanzieren. Das führt zu noch krasseren Ungleichgewichten, als die russische Volkswirtschaft sowieso schon zu verdauen hatte. Lasst uns den Stand und die Perspektiven der russischen Wirtschaft aber lieber in einem eigenen Video auseinandernehmen. Also vergesst bitte nicht das Abo. Liked dieses Video, falls es euch gefallen hat, und macht's gut, bis zum nächsten Mal.